Ja, liebe Lilienfans, hier stehe ich wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Allerdings der Hintergrund wird ein anderer sein im nächsten Jahr. Die Gegengerade wird am Samstag beim Spiel gegen FC Ingolstadt letztmals komplett in Lilienhand sein. Danach wird sie nämlich abgerissen und es wird neu gebaut. Es sind einige Aktionen geplant. Der Gästeblock, der normalerweise logischerweise den Gästen vorbehalten ist, wird auch in Lilienhand sein. Das war, glaube ich, letztmals gegen Memmingen, damals zum Aufstieg 2011 in die dritte Liga der Fall. Aus Ingolstadt werden nur rund 250 Fans erwartet. Die werden auf der Nordtribüne untergebracht, sodass die Darmstädter hier komplett sich von der Gegengerade verabschieden können. Es sind einige Aktionen geplant. Was genau, wurde nicht verraten. Am Sonntag beginnt dann der Abriss in der Form, dass das THW die Wellenbrecher demontieren wird. Es sind bereits 30 Wellenbrecher verkauft worden. Es sind auch sogar Betonstufen verkauft worden. Die Dinger wiegen gerade mal 300 Kilogramm. Wie die Jungs das hier rauskriegen wollen, weiß auch noch keiner so recht. Aber es wird Erinnerungsstücke geben, das heißt, ein bisschen sentimental wird das Ganze am Samstag schon. Im Vordergrund steht natürlich der Fußball. Auch das ist ganz klar, es ist ein eminent wichtiges Spiel gegen Ingolstadt. Dort gab es den dritten Trainerwechsel mittlerweile. Jens Keller ist erstmals auf der Bank am Samstag. Für die Ingolstädter geht es um sehr, sehr viel, für Darmstadt allerdings auch. Mit dem Sieg könnte man sich wirklich ein gutes Polster verschaffen in Richtung der Abstiegsränge. Eine Niederlage hatte man vor... Wann war es gewesen? Im zweiten Bundesliga-Jahr gegen Ingolstadt damals auch hier gehabt. Danach ging es in Darmstadt ziemlich bergab. Ingolstadt ging es damals etwas aufwärts. Gemeinsam ist man damals aus der Bundesliga abgestiegen. So, jetzt mal zum Spiel. Aytaç Sulu, der Kapitän, ist nach der fünften gelben Karte gesperrt. Er wird durch Emanuel Höhn vertreten. Da auch Marcel Franke angeschlagen ist, könnte es in der Abwehr durchaus einen großen Engpass geben. Muss man abwarten, wie das bis Samstag aussieht. Bislang hat Franke noch nicht richtig mit trainieren können. Ob es weitere Veränderungen gibt, man kann eigentlich davon ausgehen, denn nach dem desolaten Auftritt zuletzt in Berlin muss was passieren. Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, um hier was zu bewegen. Warten wir es mal ab. Wie gesagt, Gegengerade ist ein ganz, ganz wichtiges Teil am Samstag. Vielleicht gibt es eine super Stimmung hier und hoffentlich 3 Punkte. Und das wäre es von mir hier, von der mit Rückblick auf die Gegengerade und tschüss.